Mit Raketenantrieb geht es jetzt hier weiter auf Papus Pyramide und mit dem Oxidgeist und mit einer weiteren von uns jetzt. Hier bei Let's Replay Crash Team Racing. Ja, wir haben jetzt ja den Engine als den unseren Auserkoren, der es richten soll, der hier in der Lage sein sollte, Oxid zu schlagen. Mit dem sollten wir es dann tatsächlich jetzt schaffen können. Weil er hat eine richtig... Der hat richtig gute Werte für diese Strecke. Ja. Ich war sowieso schon hinter meinem Geist. Das war... Nee, wäre nichts geworden, glaube ich. Es ist echt eine schwierige Strecke. Das muss man nicht kleinreden. Also die Challenge ist schwierig hier auf dieser Strecke. Einfach weil man hier so wahnsinnig gut driften muss. Oh mein Gott, jetzt mache ich das schon wieder tausendmal. Das habe ich doch mit Pinstrap erst im letzten Part, am Anfang des letzten Parts verkackt. Wir können natürlich auch mal den Charakter wechseln. Wir können es mal mit Ripperoo oder Papu Papu versuchen. Die haben wir zum Beispiel noch nicht benutzt. Oder auch Fake Crash oder eben natürlich Panda Pinguin. Wobei ich den definitiv nicht benutzen werde. Aber ich möchte jetzt auch keinen anderen Charakter benutzen, weil ich mit Engine einfach jetzt eine Sicherheit habe. Ich habe die Steuerung drin. Und behaupte auch, dass ich das eigentlich mit ihm schaffen sollte. Dass ich mit ihm in der Lage bin, das zu schaffen. Das behaupte ich von mir selber. Ob das schlau ist, weiß ich nicht. Ja, Zeit verloren, scheiße. Das ist das, was ich vorhin mal angesprochen hatte. Da lieber über das Turbofeld hüpfen, als das Turbofeld mitnehmen und dann gegen die Wand zu krachen. Das ist nämlich nicht so effektiv. So, da sehen wir jetzt mal, da bin ich ein bisschen weiter rausgetrieben. Bin dann noch nicht gesprungen. Was nicht beabsichtigt war. Und hier sieht man auch mal, wie viel effizienter das ist, wenn man wirklich die Kurve enger schneidet. Dann spart man sich wirklich Zeit. Ich bin jetzt vor meinem Geist. Und das offenbar auch mit einer gehörigen Weite. Ja, jetzt haben wir natürlich alles wieder verkackt. Und ich habe voll vergessen, dass zweite Runde ist und dass jetzt ja die Pflanzen geil sind. Habe ich voll vergessen. Hinten sind die Schweine fett und die Pflanzen geil, ja. Wenn am Ende auch die Ente kackt, dann ist es mir relativ egal. Wenn wir dann unseren verdienten gelben Stern bekommen, weißen Stern bekommen. Den gelben haben wir schon. Jetzt auch nochmal, wer weiß, es ist absolut sinnlos, sowas zu machen. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so schlimm, hier so weit rauszutreiben. Wir brauchen einfach gute Punkte und da muss man irgendwie richtig eng die Kurve schneiden. Guckt euch das allein mal an. Wir sind jetzt schon wieder fast bei unserem Geist. Und wir haben gerade so verkackt und so viel Rückstand gehabt. Also wenn man hier wirklich richtig gut die Kurve schneidet, dann haben wir gegen Chorpy, gegen Oxid sowas von eine Chance. Realistische Meinung. Ich will natürlich nicht fressen lassen. Ich will einfach nur mal gucken, wie weit ich komme. Ich weiß auf jeden Fall, in einer Runde muss ich verkackt haben. Hier habe ich gerade auch ein bisschen verkackt in der zweiten Runde, da bei den... Ne? Bei den Kurven. Aber nicht so sehr. Da habe ich jetzt verkackt, weil ich wieder zu weit links war. Da war ich zu weit links auf der Rampe. Das Problem ist, dass ich oft dazu neige, zu weit... Also wenn ich aus dem Drift komme, zu weit nach links, zu weit nach rechts zu neigen, dass ich gegen den Balken fahre, wo man da hinspringen muss, ne? Da muss er da ganz komisch rüberjumpen und da ist natürlich auch so eine Absperrung. Und in diese Absperrung krache ich dann öfter mal rein. Und das will ich dadurch eben vermeiden, dass ich dann eben weiter links lenke. Und in so einem Fall wie gerade war es dann eben zu weit links. Und das war auch zu weit links! Ich will es also versuchen, so effizient wie möglich zu machen und so weit links wie möglich auf dieser Plattform zu landen, damit ich da so wenig Zeit wie möglich verliere. Wobei ich glaube, dass es teilweise sogar besser ist, eher mittig zu landen, weil man dann halt eine bessere Ausgangsposition hat für den Drift, der dann folgt. Ach. Ich laber irres Zeug, würde ich sagen. Also richtig irre. Wenn man sich denkt, was geht eigentlich bei dem Typen falsch. Das war jetzt gerade richtig gut. Hat dann jetzt gerade ein bisschen zu weit ausgeholt. Ich will halt ein bisschen weiter da landen, damit wir jetzt hier einen besseren Drift haben, weil wir weiter innen sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Na klar, wisst ihr, was ich meine. Das wäre jetzt genauso weit wie Oxid. Hier geht er zu weit nach rechts, finde ich. Zu weit nach links. Ich glaube, da zu weit aus. In meinen Augen. Jetzt hatten wir keinen idealen Drift. Ja, da hatten wir jetzt keinen idealen Turbo. Das
Jetzt werden die Pflanzen genau geil, wenn ich hier langfahren will. Ist ja zweite Runde und so. Aber wir sind immer noch schneller. Als vorhin. Was aber keine wirkliche Erleichterung ist. Denn schneller als vorhin zu sein, bringt uns nichts. Ah, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen hatte. Da muss man manchmal hüpfen, damit man dann die Kurve kriegt. Natürlich versucht man immer, die Kurve irgendwie noch zu kriegen. Ohne zu springen. Und dadurch Zeit zu verlieren. Und manchmal ist es dann extrem knapp. Und wenn man dann natürlich Pech hat, fällt man runter. In dem Fall habe ich einfach spekuliert. Ich meine, es wäre sowieso wieder extrem schwierig geworden, in der letzten Runde dann den Oxid einzuholen. Ohne Frage. Ich hätte es aber natürlich weiter versucht. Das wäre noch kein Punkt zum Aufgeben gewesen. Auf keinen Fall. Jetzt habe ich ungefähr dasselbe gemacht wie gerade in dem Versuch da. In meinem Geist. Der Versuch gerade war natürlich besser. Also jetzt nicht der Geist, sondern mein letzter Versuch hier gerade. Da war ich natürlich vor Oxid. Jetzt hatte ich natürlich überhaupt keinen Speed mehr. Der hat mich kurz vor dem Punkt an der Speed verlassen. Und ich konnte halt nicht mehr driften. Natürlich wäre ich gedriftet, aber ich konnte einfach nicht mehr driften. Die Stelle war dafür zu klein. Dass ich mir gedacht habe, wenn ich das schaffe, dann nur mit dem Turbo, den ich noch habe. Mit dem mickrigen Drift, den ich da mache, oder machen kann, schaffe ich es niemals. Ach. Mit sowas kann man es einfach schon wieder vergessen. Ich meine, es ist schon scheiße, wenn ich hinter meinem Geist bin, ja? Das darf eigentlich überhaupt nicht sein. Also ich muss ja mal mindestens vor meinem Geist sein, nach der ersten Runde, damit ich weiß, dass ich da irgendwie noch eine Chance habe. Weil, wenn ich hinter meinem Geist bin, weiß ich zum einen, ich bin hinter meinen Möglichkeiten, natürlich, aber ich weiß vor allem, dass selbst wenn ich den Geist anhole, dann bin ich zwar irgendwo besser, heißt aber gleichzeitig, wenn ich so gut gewesen wäre mit meinem Geist, dann hätte ich das vielleicht sogar irgendwie schaffen können. Was ein doppelt ärgerlich ist. Und es heißt natürlich auch, dass ich doppelte Anstrengung brauche, um überhaupt irgendwie den Oxid einzuholen. Dass es fast unmöglich ist. Jetzt sind wir wieder so gut wie mein Geist. Ist gut. Wieso ich da jetzt Zeit verloren habe und er aufholen konnte, weiß ich nicht. Gut ist nur, dass es ein Geist ist und dass wir jetzt hier nicht irgendwie Rad-an-Rad-Kämpfer haben und uns verteidigen müssen. Müssen wir dadurch Zeit verlieren? Nein. So ist das nicht. Na, scheiße. Pflanzen sind ja auch geil, wissen wir Bescheid. Wobei ich bei der zweiten bin ich mir gar nicht sicher hier. Und ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, in der Luft zu driften. Das kann eigentlich gar nichts bringen. Wieder knapp. Auf der Plattform sind wir schon gelandet. Und ihr seht, wie weit weg wir sind. Wir sind ein paar Meter weg von unserem Geist und doch eine beachtliche Weite von Oxid. Also wenn wir Glück haben, kriegen wir noch unseren Geist. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung für den Versuch. Das kommt mir gerade echt besser vor. Wobei es im Endeffekt auch dasselbe rauskam, wie wir gesehen haben. Ja, da war es sowieso egal. Wir hätten es sowieso nicht mehr geschafft. Hätten vielleicht gerade unseren Geist in uns halten können. Also, das bringt uns beileibe gar nichts. Ja, die Parts werden wieder schön unproduktiv. Dank dieser tollen Strecke und diesem wahnsinnig schwierigen Geist. Aber es ist eine Herausforderung, das ist schön. Weil die gibt es für mich in dem Spiel sonst nicht so häufig. Bis gar nicht. What the fuck? Okay, ich meine, die hat sich immer schon so bewegt, als wäre sie geil, aber ich bin eigentlich bisher immer da lang gefahren, vielleicht ein bisschen weiter außen, aber das stört die Pflanze eigentlich nicht. Und die hat mich noch nie gefressen. Das ist gerade echt ein bisschen sonderbar. Ich bin eigentlich immer hier so. Ganz komisch. Eigentlich bin ich echt immer so da lang gefahren. Das sieht man auch an meinem Geist. Aber irgendwie hat die gerade Hunger auf Raketen. Ich weiß nicht. Wieso natürlich gerade meine Rakete haben will. Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist da noch ein bisschen Gehirnflüssigkeit dran. Ich kann es mir nicht erklären. Und das kann ich auch nicht erklären und ich kann es vor allem nicht akzeptieren und weitermachen. Was? Jetzt habe ich das Timing völlig verkackt.
Und mein Daumen tut schon wieder weh. Ich glaube, das ist der dritte Part jetzt, oder? Den ich heute aufnehme, ich weiß es nicht. Also von Crash Team Racing. Ich habe heute nämlich schon die finale Aufnahme, wie gesagt, von New Beginning gemacht. Wieder völlig verkackt. Aber ich habe gerade so einen tollen Speed. Oh Mann. Ja, da bin ich im Endeffekt zu weit links rausgetrieben und dann war natürlich der Boden da schon weg. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wir werden immer schlechter. Ja, geht. Ich würde sagen, die guten Versuche und die schlechten Versuche halten sich so ein bisschen die Waage. Und das wäre jetzt auf jeden Fall wieder top. Das war top. Ohne Frage. Noch nicht mein bester Versuch. Der war noch ein bisschen besser, da war ich vor Oxid. Aber an sich echt gut. Und das war wieder so ein Versuch, wo man einfach was riskieren muss. Wir haben es riskiert, wir haben es geschafft. Nein! Mann! Ich bin so kacke! Ach! Ich muss mich mal anlehnen. Ich habe wieder so einen tollen Versuch in der ersten Runde. Und in der zweiten verkacke ich es dann wieder direkt. Wir dulden keinen tollen Versuch. Strengstens verboten. Habe ich versucht, hier irgendwas rauszureißen. Jetzt zum Beispiel hat mich Pflanz auch wieder nicht gefressen. Ich war wohl einfach ein bisschen schneller. Weil ich jetzt ja wieder bei meinem Geist war. Okay, ja. Gut, habe ich mir auch gedacht, dass die schon geil ist, ja. Und vorhin war der ja ein bisschen vor meinem Geist, wo ich zweimal gefressen wurde. Also, beziehungsweise da war mein Geist ein bisschen vor mir. So, das macht Sinn. Dann muss die Turbos hier wirklich ausreizen. Beim letzten vielleicht gar nicht so ein Dreier-Turbo machen. Sondern nur zwei und dann unterbrechen. Das hat sich vorhin als ganz gut rausgestellt. Ich dachte, das war einfach pure Kacke, war es aber gar nicht. Wobei es auch nicht das Schönste war. Wir sind noch am Leben, aber das ist eigentlich gerade ziemlich wertlos. Nee. Nee, 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 das kann nichts werden. Ab jetzt wird der Part wahrscheinlich auch wieder ein bisschen stiller. Weil es ist jetzt nicht so die pure Konzentration, sondern es ist einfach so. Ich muss mich jetzt damit abfinden und muss vor allem einfach irgendwie gucken, dass ich es so schaffe. Ich muss mir noch Ideen einfallen lassen. Keine Ahnung. Aber natürlich ist es auch Konzentration. Das ist klar. Aber ich sag mal, damit hatte ich eigentlich bisher noch nie Probleme. Das sieht man ja auch bei Crash Team Racing bisher. Dem, was wir so geschafft haben. Aber an der Stelle ist es gerade einfach. Ja. Nee. Fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, und dann sowas. Ja, nein. Ah. Er ist einfach so hart am Limit fahren, ne? Vor allem hier gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten. Boost ausreizen, Boost nicht ausreizen, sonst was. Das war fast richtig gut und dann knall ich wieder gegen diese scheiß Wand da. Das war zum Beispiel auch wieder so ein richtig Hochrisiko-Manöver. Und es war gut. Und er sah, dass es gut war. Das wiederum war jetzt nicht so gut. Aber wir haben es relativ gut rumgerissen. Das war super. Das war richtig super. Das sehen wir hier auch. Wir waren zwischenzeitlich kurz vor Oxid, sind immer noch vor Oxid ein bisschen. Teilweise jetzt nicht mehr. An der Stelle überholen wir ihn auch immer. Hätten wir durchdürfen können.
zu spät gemerkt. Ich bin nervös. Sehr nervös. Wir müssen es verkacken hier. Ja, das ist ärgerlich. Nein! Scheiße! Ich sehe es schon, ich werde von der Pflanze gefressen. Ich sehe es schon. Aber ich wusste, dass ich die Kurve verkacke. Ich wusste es einfach. Habe ich auch gesagt, wenn wir das verkacken, haben wir den Run verkackt. Nein! Das war keine Sekunde, Leute. Das war keine Sekunde. Ich hasse das einfach. Ich hasse diesen Druck. Ich hasse diesen verdammten Druck. Das ist so unvorstellbar, wenn man wirklich zweimal hundertprozentig perfekt durch diese scheiß Pyramide fährt. Und dann in der dritten Runde, da schaffe ich es einfach nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Der Druck ist zu groß. Wenn man wirklich so wahnsinnig perfekt durchfahren muss. Jeder kleinste Fehler bestraft wird. Wieso? Ich war nicht hinter meinem Typ. Das kann ich... Nein. Frechheit. Natürlich bin ich jetzt auch entsprechend angepisst, weil es so gut war. Das sah so gut aus. Ein paar Stellen habe ich wirklich viel, viel besser hinbekommen als sonst. Auch besser als Oxid sogar. Und das einfach nur richtig crazy. Richtig crazy geil. Da habe ich wieder verkackt. Schön. Nicht so viel driften, sondern mehr springen. So, zeitgleich mit Oxid drüber. Ich sollte mehr sprechen und weniger spucken. Halb gegen die Wand gefahren, ist aber nicht schlimm. Das ist normal so. Hier war ich gerade auch schneller. Stimmt. Ich bin einfach ein bisschen. Vollkommen okay. Vollkommen okay. Komm schon, Engine, du kannst das, du packst das. Yes! Jetzt müssen wir nur noch die letzte Kurve hinkriegen. Nur noch die letzte Kurve. Leute, Leute. Nur die letzte verfickte Kurve. Ja! 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 Mm! Yes! Oh! Nice! Oh, sorry, Nachbarschaft. Es ist mir kackegal. Es ist erst 20.50 Uhr. Es ist mir scheißegal. Ah. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, der Rest des Hauses denkt, dass ich einen krassen Orgasmus hatte. Scheiße, ist das gut. Yes, Mann. Es war so eine geile, gottverdammte Zeit. Mm. Es war so Porno. Wirklich. Boah, ist das geil. Da bin ich so wahnsinnig zufrieden mit mir selber gerade, ne? Es ist unglaublich. Das war ein richtig, richtig, richtig geiler Versuch. Da kann mir keiner was erzählen. Ich hätte den Geist speichern sollen. Der war so gut, aber ich hab's ja auf Video. Unglaublich Sahne. Perfekt. Genau so muss das sein. Ich bin tierisch stolz, dass ich das jetzt geschafft habe. Und im nächsten Part gibt's jetzt Dingo Canyon. Ich bin im Arsch, aber ich werde weitermachen. Noch in dieser Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.